Ganz herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Wir melden uns heute aus dem Villa Park. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und wir freuen uns heute auf ein Spiel aus der Premier League. Aston Villa gegen Burnley. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Die Gastgeber mit der schlechtesten Defensive der Liga. Sie brauchen heute vor allen Dingen Sicherheit. Und heute wird es keine leichte Aufgabe für Sie. Es muss mehr kommen, wenn Sie hier was mitnehmen wollen. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Aston Villa. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen? Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Thank you, Villa Park. So will Burnley dieses Spiel angehen. Torwart ist heute Nick Pope. Charlie Taylor spielt mit Phil Bardsley in der Abwehr. Ashley Westwood steht neben Jack Cork im Zentrum. Und Chris Wood spielt im Sturm zusammen mit Ashley Barnes. Marvelous Nakamba. Gefährlich! Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Gazzi. Unaufhaltsam. Da ist die Flanke. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Hendrik. Bardsley. Mee. Cork. Target. Aston Villa über die Seite jetzt. Schönes Zuspiel hier. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ball kommt an den langen Pfosten. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Schöne Vorlage im 16er, hier nochmal gut zu sehen. Ja, er behält die Übersicht und setzt den Mitspieler perfekt ein. Hier also nochmal der Kopfballtreffer in der Wiederholung. Da setzt er sich überzeugend durch, kommt an den Ball und schon klingelt es im Kasten. So, wenn Sie hier heute noch was holen wollen, dann brauchen Sie die berühmt-berüchtigte zündende Idee. Wie reagiert er jetzt? So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ashley Barnes. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Sie verlieren den Ball. Engels. Guibert. Marvelous Nakamba. Macht er gut. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Westwood. Weg ist der Ball. Marvelous Nakamba. Westwood. James Tarkowski. Ashley Barnes. Klasse Pass. Gute Aktion. Wood.
Der Ausgleich. Ich glaube, das wird heute eine richtig offensive Partie. Also wenn du mich fragst, die können gerne so weitermachen. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier noch mal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zurecht feiern. Das sah sehr einstudiert aus. Buschi. Sieht so aus, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball gut rein. Und dann ein toller Abschluss. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Chris Wood. Marvelous Nakamba. Douglas Lewis. Target. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Da ist der Ball dann doch weg. Da müssen sie mehr draus machen. Wood. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Mbawa Ali Samata. Kann er was draus machen? Ah, da wäre jetzt Platz. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Tolle Szene. Erst die wunderbare Flanke und dann dieser Schuss. Ja, stimmt alles bei dieser Aktion. Es geht nicht besser. Jetzt steht es hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Westwood. Wood. Jack Cork. Was macht er draus? Marvelous Nakamba. Vielleicht die Konterchance. Nee, kein schneller Konter, aber erstmal weiter der Ballbesitz. Mings. Douglas Lewis. Marvelous Nakamba. Jetzt in der Anspielstation. Guter Einsatz hier auf Außen. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. Guibert. Marvelous Nakamba. Mbawa Ali Samata. Und damit ist der Ball weg. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Gefährlich. Wood. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Sehr gute Passquote, auch der Ball kommt an. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Marvelous Nakamba. Gazzi, er spielt ihn zurück, guter Doppelpass.
Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Jetzt können Sie den Ball klären. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Douglas Lewis. Er spielt den Pass zurück. Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Hendrick. Ashley Barnes. Cork. Westwood. Bartley. Tolles Tackling von ihm. Gazzi. Gute Aktion. Da können Sie erst mal klären. Marvelous Nakamba. Ja, könnte was werden. Mit viel Auge holen Sie sich da den Ball. Klasse. Westwood. Ashley Barnes. Beide Teams sind gut drauf. Jeweils zwei Treffer in der ersten Hälfte, kann sich sehen lassen. Es steht hier unentschieden. Aber sie mussten schon zwei Gegentreffer hinnehmen. Sie haben im Moment einfach große, große Probleme in der Defensive. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Hendrick. Da gewinnt er den Zweikampf. Reyna. Target. Douglas Lewis. Grealish. Gut den Körper eingesetzt. Da kommt die Hereingabe. Das hätte gefährlich werden können. Das frühe Pressing jetzt. Ballbesitz jetzt. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Cork. Er geht weite Wege. Klasse Pässe auf Seiten von Burnley. Jetzt wird's gefährlich. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ball in Zeiten ausgeklärt, sie bekommen den Einwurf. Grealish. Sieht gefährlich aus. Kann er was draus machen? Gut verteidigt. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Grealish. Macht er gut. Target. Muss Einwurf geben. Unser Blick an die Seitenlinie. Wir bekommen jetzt den Wechsel. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Westwood. Super Tackling. Das gibt Freistoß. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Hier nochmal in der Wiederholung. Ja klar, Foulspiele hier. Und da lag der Schiedsrichter richtig mit seiner Entscheidung, hier abzupfeifen. Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Es geht mit Abschluss weiter. Und hier nochmal die Wiederholung, auch für Sie zu Hause, liebe Zuschauer. Eine unglückliche Aktion, aber der Schiedsrichter liegt hier völlig richtig, gelb zu ziehen. Der Ballverlust. Die Gäste werden wechseln. Was macht er draus? Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Jetzt schießt er. Sie liegen vorne.
Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Es sieht natürlich nicht gut aus nach diesem Treffer. Und jetzt muss er vielleicht umstellen, muss reagieren. Aber so ein Tor, das ist frustrierend. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Westwood fängt diesen Ball ab. Marvelous Nakamba. Gazi. Ja, könnte was werden. Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Und da macht er sein zweites Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Vier zu zwei steht's damit. Hier ist einiges los. Bardsley. Westwood. May. Ashley Barnes. Gute Aktion. Da ist die Flanke. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Marvelous Nakamba. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Gute Chance. Die Riesenchance. Der ist drin. Es klingelt schon wieder. Also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Ja, das sieht so langsam wirklich nach Resignation aus am Spielfeldrand. Das ist ja Frust pur, aber bei dem Spielstand auch kein Wunder. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Bardsley. Westwood. Wood. Da sind Mitspieler frei. Kann er was draus machen? Na, jetzt müssen sie aufpassen. Macht er gut. Da kommt die Flanke. Da passt er auf und kann klären. Ein unbefriedigender Spielstand und nicht mehr viel Zeit. Burnley scheint jetzt entschlossen, die Brechstange rauszuholen. Okay, Wolf, jetzt kommt hier Leben in die Bude. Sie werfen alles nach vorne, erhöhen den Druck. Die Jungs wollen ein Tor, zur Not auch mit der Brechstange. Cork. Hendrik. James Tarkowski. Bardsley. Cork. Westwood. May. Charlie Taylor. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Sie haben den Ball, aber bekommen sie ihn auch raus? Sieht gefährlich aus. Jetzt ist es gefährlich. Das ist der Treffer.
Mehr als ein Tor für die Ehre wird das wohl nicht gewesen sein. Aber immerhin, es wird ein bisschen versöhnlicher. Da hat er überhaupt keine Probleme beim Abschuss aus kurzer Distanz. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zu Recht feiern. Hier kommt also nochmal der Kopfballtreffer. Ja, so macht man das. Da stimmen einfach die Abläufe, wie man hier nochmal deutlich erkennen kann. Die spielen hier beide mit offenem Visier und dann ist der Spielstand auch keine Überraschung mehr. Jetzt machen sie hier das Tor, aber ich glaube nicht dran, dass da noch viel geht. Man sollte eine Mannschaft nie abschreiben, aber es wird schwer. Dafür haben sie einfach bislang zu wenig zusammengebracht. Und es bleiben noch 5 Minuten. Grealish. Sie verlieren den Ball. Klasse Pass. Ja, könnte was werden. Da steht die Abwehr sicher. Wood. Chance zum Konter jetzt. Chance zum schnellen Konter vergeben, aber sie bleiben dran. Nee. Charlie Taylor. Ja, energischer Vorstoß. Was macht er draus? In den freien Raum. Wood. Macht er ihn. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Was für ein Instinkt und was für eine Quote. Das war sein 3. Tor in diesem Spiel. Was für ein Lauf. Vielleicht geht ja noch mehr. Und jetzt stehen sie wieder im Mittelkreis. Sie treffen selbst, sie bekommen die Tore rein. So Spiele gibt es halt manchmal. 1 Minute noch. Target. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Er hat toll gespielt. Dreierpack gibt es auch nicht alle Tage. Aber was war mit den Kollegen los? Am Ende steht die Niederlage. Immer wieder.